Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Dörrbruder. Ein großer Tag bricht heute an. Nach Entscheidung der Community, die sich eindeutig dafür entschieden hat, brechen heute die Helden der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition auf eine weitere große Reise auf. Und wenn dabei nur eine Sache durch die Gegend geworfen wird, dann werd ich dieses Skript aus dem Fenster schmeißen. Ja, die Community hat sich entschieden, ich werde es wohl bereuen. Wir beginnen heute mit Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns. Aber dumm! Ich habe bereits wieder ein, zwei Dinge gesehen, während ich übersetzt habe, aber nicht viel. Die Sache ist die, ich habe das Gefühl, das bisschen Jugendfreiheit, was wir letztes Mal noch zwischen den sexuellen Belästigungen von Bisasam hatten, ist dieses Mal auch abhanden gekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich einfach ein Kapitel die Folge machen werde. An sich hat sich eigentlich alles ein bisschen gekürzt durch das Ganze. Deswegen ist es halt logischerweise ein bisschen kürzer, die Kapitel. Ich bin ein Genie. Andererseits werde ich halt selber ein bisschen mehr dazu sagen. Das heißt, vermutlich werde ich so die Länge an sich beibehalten. Nur wahrscheinlich die Kapitel von Floink und Bisasam am Anfang werde ich zusammennehmen, weil die ohnehin schon sehr kurz sind. Ich weiß, dass vor allem am Anfang viele Dinge relativ normal sind, aber das werden wir ja gleich sehen. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns. Aber dumm. Reborn Hopes. Kapitel 1. Eine neumodische Geschichte in der Apokalypse. 287. So viele Tage sind unterdessen seit dem Tag X vergangen. Der Tag X war der Tag, an dem unser Versuch, Günther zurückzuholen, gescheitert war. Tag X war der Tag, an dem die dunkle Macht die Überprüfung über Lord Ecke an sich riss. Niemand ist gegen die Macht dieses Wesen gewappnet. Hätten wir es nicht geschafft, das reine Detail rechtzeitig zu zerstören, daraufhin wäre jene Welt per se am Ende. Wir, das sind die Reste unseres einst glorreichen Teams. Hydropi, der ehemalige Wächter der Höhle der Regenbogenkristalle. Nick Schosma, der Herrscher des Lichts. Nicht ganz richtig, Hust. Latias, eine Meisterin der psychischen Kräfte und das erstmalige Opfer der dunklen Macht. Bisasam, Nick Schosmas ehemaliger Agent. Und mein bester Freund und ich, Floink. Ich bin gewissermaßen lediglich ein herkömmliches Pokémon mit einer unbedeutenden Nebenrolle in diesem Team. In den Zeiten, in denen die Welt noch lebte und keine Apokalypse herrschte, hatte unser Team noch zwei zusätzliche Teilnehmer. Lord Ecke und Günther. Günther kam eines Tages aus einer sonstigen Welt zu uns. Mit der Aufgabe, dem Auserwählten in der Schlacht gegen die dunkle Macht zur Seite zu stehen. Lord Ecke war eben dieser Auserwählte. Okay, erster Abschnitt fast zu normal. Was ist denn da los? Wir glaubten damals bereits, dass wir gewonnen hatten und die dunkle Macht für jederzeit aus unserer Welt verbannt war, als Günther sich opferte und sie mitnahm. Und dieser Tage sind wir hier, in einem kleinen verborgenen Bunker, versteckt in einem namenlosen Wald. Außerhalb herrscht die Apokalypse und das Land ist zerstört. Am Himmel schweben schwarze Wolken, die rot funkeln. Die mehrheitlichen Pokémon, die gegen eben diese Macht rebellierten, weilen längst nicht mehr unter den Lebenden. Um akkurat zu sein, es lebten noch exemplarisch 3834 Pokémon, die der dunklen Macht Tribut zollen, und 5 Rebellen. Diese 5 sind wir. Ich habe das Gefühl, bisher ist es wirklich nur die Allmann-Version. Doch heute, an dem Tag, an dem ich dies schreibe, ist endlich die Hoffnung in unsere Herzen zurückgekehrt. Necrozma hat die nähere Gegend binnen des Waldes nach Spuren von Feinden durchsucht und hierbei ein wenig gefunden. Es sieht aus wie ein Splitter, doch jener Splitter leuchtete grün auf. Nach diversen Stunden hatte Necrozma den Splitter fertig untersucht.
Dieser Splitter ist ein Teil einer Seele, ein Teil von Günthers Seele. Nick Crossmer sagte, per den Einfluss, den Günther zu Lebzeiten in solcher Welt verbreitete und die Hoffnung an eine Rettung, müssten sie in allen Teilen der Nation aufgetaucht sein. Das farbige Licht stünde für eine Besonderheit einer Seele. Im Fall einer grünen Seele wäre dies Geduld. Mit diesen Erkenntnissen waren wir einig und entschlossen, uns nicht längere Zeit zu verstecken. Wir brechen auf. Wir werden die Elemente von Günthers Seele finden und aufs Innovative zusammenführen. Günther wird zurückkehren und mit ihm die Hoffnung. Mit ihm haben wir eine Chance gegen den dunklen Gott. Seite 1 Lagebericht. Sehr normal. Also bin ich echt überrascht. Ich habe hier eine Seite geskippt. Laut Nick Crossmer sollte es insgesamt 7 Abschnitte von Günther Seele mit 7 verschiedenen Merkmalen geben. Die folgenden Elemente. Leute, ich nehm's zurück. Wir beginnen mit einer Aufzählung meiner 3 Lieblingsfarben. Die folgenden Elemente sind Grün, Gelb und Teppichboden. Teppichboden, was? Meine Lieblingsfarbe. Grün, Gelb und Teppichboden. geduldig und fair. Oh ja, gleich 2-mal geduldig. Im Vergleich sind sie jedoch immer noch nicht wichtig. Noch wichtiger sind Dunkelblau, Blau und Grün, die sich durch Loyalität, Hilfe und Mut auszeichnen. Dann fehlt noch die 7. Folge. Das Wichtigste von allem, ohne zur Seele zu gehen, ist, dass es auch für Gersenters besonders relevant ist. Bestimmen! Wenn dies nicht der Fall zu sein scheint, müssen wir natürlich in der Lage sein, jede Seele zu erreichen, damit wir natürlich stolz zu Günther zurückkehren können. Aber er wird machtlos bleiben und eine oder mehrere Eigenschaften besitzen, die wir von ihm kennen, ohne Probleme verlassen. Gut, der nächste Abschnitt hat alles, was ich vorher gesagt habe, widerlegt. Meine Lieblingsfarbe Teppichboden. Leider ist es nicht einfach zu berechnen, welche Teile davon gebildet werden. Daher müssen wir unseren Fettgehalt ausreichend abschätzen. Ganz, ganz arg dolle viel bei mir. Eine davon wird Silberdorfs Verteidigung sein, aber wir werden dort verurteilt. Sorry, Silberdorf ist der Ort, an dem die dunkle Macht als Hauptzentrum ihrer Weltherrschaft ausgewählt wurde und wir hofften direkt, dass sie nicht Teil davon sein würde. Stattdessen machten wir uns als erstes Ziel auf den Weg zu einem völlig neuen Ort, der Stadt der Schätze. Mit dem ersten Geist im Gepäck machten wir uns endlich heimlich auf den Weg. Wir wussten, dass wir keine Angst vor einem anderen Pokémon Zoroark haben würden. Sie verdienen es, dass die schwarzen Kräfte vorerst überleben. Aber sie hoffen auf Erlösung. Als wir die ersten Stunden fuhren, sah in dieser Gegend alles fantastisch aus. Die Apokalypse ist wunderschön. Alle Bäume im Wald sahen hässlich aus. Und das Gras war trocken. Ich konnte mich noch nie so sehr mit einem Baum identifizieren. Alle schönen Orte und Karten, aus denen dieser Ort besteht, sind Dinge, die nicht erkannt wurden. Überall gab es nur eines: Zerstörung. Überall, wo ich hinging, wuchs mein Hass darauf. Wir hatten auch viele Pokémon dort. Solange wir auf eine Weise anbeten, die die Welt vor der Unterwelt rettet, sind viele Dinge, die geschehen sind, noch nie zuvor geschehen. Ich schwöre auf einer solchen Reise, dass die dunkle Macht ihre Strafe erhalten wird. Wir haben alle auf fast keine Weise auf unsere eigene Weise darüber gesprochen. Hä? Alle waren aufgeregt und die Atmosphäre war fantastisch. Ja, nicht ganz die Message. Die Apokalypse ist wunderschön und alle waren gut gelaunt.
In den letzten Monaten haben sich all meine Freunde drastisch verändert. Es scheint, dass sie in den meisten Zerstörungen verloren sind. Wir sagten kaum ein Wort miteinander und ich hielt meine Tage vom Zählen ab, weil wir nie ins Bett gehen konnten. Ähnlich Bulbasaur. Er war ein paar Jahre lang mein bester Freund und in fast all meinen früheren Erinnerungen an ihn war er schön und stark. Aber auf diese Weise kann die Welt sicher ihre gesamte Lebensenergie aus dem motiviertesten Pokémon ziehen. Eine halbe Stunde später entschied ich, dass sie diesen Weg nicht gehen konnte. Solange es meine letzte Erfahrung war, mussten wir es noch als Team erleben. Meine Leute! Ich weiß, dass sie alle anfangen, die Hoffnung zu verlieren. Aber bitte, es spielt keine Rolle, wie sich diese Erfahrung entwickelt. Wir haben viel Einheit durchgemacht. Wir haben viel Erfahrung. Wir haben viel Team. Oh Gott. Also bisher finde ich sehr gut. Es ist näher am Original, aber die Dinge, die anders sind, haben wirklich einen schönen Gag. Die Farbe Teppichboden. Wir haben viel Team. Schwör auf mein Auge. Wir sind ein Team. Bitte, lassen Sie uns diese Erfahrung auch als eine betrachten. Wir müssen versuchen zu tun, was wir können. Also, wer ist in all dem? Wenn es bereits die Vergangenheitsform ist, dann lassen Sie bitte sofort den Schweinemund fallen. Was war das für ein Satz? Alle anderen starrten auf mein Schweigen. Plötzlich fing Bulbasaur an zu weinen. Okay, ich glaube, die Rede hat nicht funktioniert, Floink. Aber was erwartet man auch bei der epischen Ansprache, wir haben viel Team. Das wird wahrscheinlich der Titel dieser Folge, wenn es nicht meine Lieblingsfarbe Teppichboden wird. Es war das erste Mal seit einem halben Jahr, dass er dies tat. Es war sehr angenehm. Okay. Floink ist in der Walross-Edition in Dumm definitiv ein leicht gestörter. Ich meine, wisst ihr noch, wie er im ersten Teil versucht hat, alle zu kontrollieren und jetzt findet er es sehr angenehm, wenn seine Freunde weinen. Sag mal, Floink, sollte es nur von deiner Seite sichtbar sein? Jetzt starte ich Bulbasaur leise an. Bulbasaur, ich habe dir gerade einen abenteuerlichen Vortrag darüber gehalten, wie wir versuchen sollten, in diesen schwierigen Zeiten zu bleiben und unsere Hoffnung zurückzuhalten. Was? Ich glaube, das war nicht das Thema der Ansprache. Und der Einführungstext, den du daraus ziehst, ist eine Enttäuschung für mein Aussehen. Wie es für mich bestimmt war, bedeutete es für mich. Plötzlich fingen alle an zu lachen und machten nach ein paar Minuten Pause. Ich fand es akzeptabel, ein paar Dinge zu tun und dann machten wir uns mit klarer Motivation auf den Weg. Als Team hätte das tun können. Die Stadt der Schätze war einst ein stolzer Ort. Eine pulsierende Stadt mit vielen Einwohnern. Stadt mit Knuddeluff. Gerias? Alles klar? Dies ist jedoch überhaupt nicht der Fall. Was erhalten geblieben ist, ist die Basis für das Verbrennen einiger Säulen auf dem Markt. Oh mein Gott, es ist die Basis. Der Rest war komplett weg. Das Leben war nicht mehr hier. Mein Alltag in einem Satz zusammengefasst. Es war das gleiche Szenario, das überall akzeptiert wurde, aber es hat mich hier verletzt. Treasure Town hat die Region investiert, seit ich in dieses Land gekommen bin. Es war ein Rückzugsort, eine sichere Basis. Aber dieses Zeichen der Hoffnung verschwindet selbstständig. Danke dafür. Es war alles sehr deprimierend und ich wollte sofort hier raus. Können wir uns bitte beeilen? Dies ist ein grausamer Ort. Du hast gerade gesagt, wir sollten uns so über eine Erfahrung freuen, die Floink akzeptiert. Du musst versuchen, sie positiv aussehen zu lassen. Wir konnten keinen Ausweg aus einem solchen Ort finden. Ich wusste, dass es real war. Und dieses Gewissen.
Mein Schmerz machte mich nur krank. Ich war hoffnungslos. Ich hatte ihnen klar gemacht, dass wir alles geben sollten, was wir konnten. Und ich wachte auf. Warum in einem Moment? Solange wir es tun würden, was nicht möglich genug ist, was würde es tun? Was? Solange wir es tun würden, was nicht möglich genug ist, was würde es tun? Diese Welt wird nicht wieder gut sein. Floink, ich weiß, dass Sie es bereuen. Sie werden die Hoffnung in diesem Bereich verlieren, wie wir alle. Aber bitte, bitte, reiß dich zusammen. Wenn wir nicht für uns selbst kämpfen, dann kämpfe für den Rest. Du bist mein bester Freund. Ich weiß, dass du stark genug bist. Gunthers letzte Worte nach dem Krieg gegen die dunklen Kräfte, denken sie. Solange sie warten, wird es Hoffnung geben. Außer bei der Deutschen, den letzten Teil habe ich bestimmt nicht dazu gedichtet. Diese Bestrafung war nicht nur Warlord-Ecke. Sie bedeutete uns allen viel. Ich storniere sie, auch wenn er sich nicht verteidigen kann. Lord Ecke ist an einem Ort wie diesem und vertraue uns mit uns. Er hofft auf uns, wie wir alle. Heutzutage gibt es keine Zeit für Verzweiflung. Diese Zeit ist zu handeln. Er sah mich trotz allem mit Verständnis zuversichtlich an. Erwarten Sie keine Schwäche. Lass das, was ich weiß, der Fall sein. Es war mir peinlich, dass Bulbasaur mir alles heutzutage erklären musste. Floink ist wohl ein bisschen dumm. Obwohl ich ihm tatsächlich dasselbe gesagt hatte. Aber es war gut, es wieder von jemand anderem zu hören. Trotzdem waren wir uns einig. Tat, was wir wollten. Nehmen Sie uns die Sammlung der Schatzstätte ab. Da die Stadt, wie ich bereits erwähnt hatte, nicht mehr enthalten war. War unser Hauptansprechpartner der Tohaido-See. Ja, viel Spaß beim Ansprechen, der wird nicht antworten. Der See. Der Ort, an dem wir nach den Elementarkristallen suchten. Ansonsten ist da nichts. Ich bin verrutscht. Da mussten wir nach kurzer Zeit sehen. Aber als wir beschlossen, die Schatzstadt zu leiten, nahm unsere Reise eine drastische Wendung. Ein alter Freund blieb vor der Tür des Tohaido-Sturmes stecken. Stehen, nicht stecken. Lord Ecke ist heutzutage berühmter als die dunkle Macht. Ich denke, Lord Ecke ist tatsächlich ein berühmterer Fanfiction-Charakter als die dunkle Macht. Erstens kam er auch im Team Himmel Let's Play vor. Zweitens, Lord Ecke kommt schon am Anfang der Walross Edition 1 vor und viele werden nicht bis zum Punkt gehört haben, an dem die dunkle Macht kam. Daher stimmt das. Glaubst du, ich werde nicht gewarnt, wenn du den Rauch los wirst? Du bist der Letzte, der sich widersetzt. Du 5. Das Du 5 habe ich auch nicht hinzugefügt. Dies ist eine Rebellion gegen deinen König. Wir machen das, was wir machen. Das stimmt. Kann ich jetzt nicht widersprechen? Hier können wir dich in keiner Weise stören. Nick Schossma versuchte wissentlich, die Luftwaffe in einer solchen Situation klar zu machen, dass es nichts damit zu tun hatte. Wir haben Angst, aber die Kugel kam von hinten. Ich weiß bereits, dass es keine Fehler gibt. Aber gleichzeitig kommst du zurück und bist tatsächlich verwirrt, dass mein Arschloch schon lange in diesem Bereich ist. Was? Das steht da wirklich? Was? Ja, so viel zum Thema mit Jugendfrei. Aber gleichzeitig kommst du zurück und bist tatsächlich verwirrt, dass mein Arschloch schon lange in diesem Bereich ist. Dafür musst du opfern. Tu deinen Gott. Der Geist verschwand und das Bild von Tohaido begann. Der Stein hinderte uns daran zu gehen. In der nächsten Stunde kam alles zusammen und wir gingen tief in Richtung der Mutterfelsen unter der Hälfte. Und damit endet Kapitel 1 der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns, aber in dumm.
Zu Beginn hatte ich schon kurz das Gefühl, es würde tatsächlich dieses Mal nicht wirklich so viel passieren. Aber dann kam meine Lieblingsfarbe Teppichboden ins Spiel. Floyn kann kein gescheites Deutsch, wir haben viel Team. Und die dunkle Macht redet über ihr Arschloch. Was habe ich getan? Warum habe ich dieses Projekt begonnen? Und es wird noch länger als die erste Walrus-Edition. Ich darf die dritte Walrus-Edition nicht so machen. Die wird noch mal ein gutes Stück länger. Und von der vierten reden wir jetzt nicht. Wenn ihr gehypt auf dieses Projekt seid, wenn ihr die weiteren Folgen der Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition Returns Indum nicht verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo auf diesem Kanal da, lasst ein Like da, um mir zu zeigen, dass es euch gefällt. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis bald und ciao.